Welcome everybody to our next talk. It's Community. Our speaker today is Mitch Altman. I'm pretty sure I don't have to introduce him to you. Just two of his many achievements. He's one of the co-founders of NoiseBridge, a hackerspace in San Francisco. And he's also the inventor of the TV Begun, the device that can switch off TVs everywhere. So he just said, I turn off TVs for a living, which is awesome. Also, I don't know how many of you have watched or read Game of Thrones, but I always think of Mitch as the three-eyed raven, so a guy who has been sitting in a tree, you know, just being super wise, and he has always been there, and he's teaching people who come along. So that's basically Mitch for me. So I hope you will enjoy the talk. He's going to talk about his experiences in the community, and he hopes to inspire people. So please give a warm round of applause to Mitch. Hey, thanks everyone for being here so early in the morning. I didn't know I was going to give this talk until a couple days ago, really, and I Weiß put together das. A bunch of slides that I've been using for the last few years. Ich habe einfach ein paar Folien die ich in den vergangenen Jahren around, verwendet habe auf meinen Reisen durch die Welt. I can talk about a whole bunch of different things. Ich kann über eine ganze Menge verschiedene Sachen reden. You know, I just came back from China a month and a half ago. Ich kam vor anderthalb Monaten aus China zurück und da habe ich im Grunde den gleichen Vortrag gehalten. I don't know, 25 times to all these government officials. Und ich habe das, habe ihn ungefähr 25 Mal an verschiedene Regierungsbeauftragte aus China gehalten über Hackerspaces. Ich kann also über Hackerspaces reden, ich kann über die verschiedensten Sachen reden. Okay, so anyways, this is my contact Wie auch immer, das sind meine Kontaktinformationen. Bitte kontaktiert mich, wenn ihr glaubt, dass ich euch irgendwie helfen kann, zum Beispiel, wie man eine kleine Firma aufzieht. Ich habe eine Menge blöde Fehler gemacht und kann euch helfen, blöde Fehler zu vermeiden. Wenn ihr depressiv seid, dann bin ich für euch da. Bitte kontaktiert mir, wenn ich euch helfen kann. Ich freue mich, wenn ich Menschen helfen kann, wie auch immer, auf welche Weise auch immer. I'm not really into conventional wisdom myself. Ich bin kein Freund von konventionellen Weisheiten. Wir können natürlich von fremden Erfahrungen lernen, aber wenn wir was wirklich Cooles machen wollen, dann müssen wir Sachen auf unsere eigene Weise machen. Das heißt, vieles von dem, was ich sagen werde, ist einfach nur meine Meinung. Ich will niemandem sagen, was er oder sie tun soll. Aber ich hoffe, dass ihr das, was ich sage, mitnehmt und daraus eure eigenen Handelsweisen erfindet. Und ich möchte euch sagen, wie wichtig es ist, dass ihr die Ressourcen bekommt, dass ihr euer Leben auf die Weise leben könnt, wie ihr es leben wollt. Es ist wirklich wichtig, dass ihr all das tun könnt, auf eine Art tun könnt, die euch Bedeutung bringt. Ihr alle, fast alle hier in diesem Raum, brauchen Geld, um zum Beispiel Essen und ein Dach über dem Kopf zu haben. Aber das ist nur eine Ressource. Wenn wir uns zu stark auf diese Ressource konzentrieren, dann ist das zum Nachteil anderer Ressourcen. Was machen wir, um an diese Ressource zu kommen? Ihr habt vielleicht einen Job, den ihr nicht mögt, aber der euch Geld einbringt und dann kommt ihr abends nach Hause, geht groggy ins Bett und dann am Morgen trinkt ihr eine Menge Kaffee, um euch aufzupäppeln für einen Job, den ihr nicht mal mögt. Das kann man machen, aber man kann auch was anderes machen. Vielleicht habt ihr einen Job, den ihr hasst. Das scheinen viele zu haben. Mein Job ist, dass ich Fernseher ausschalte und ich liebe das. Und da möchte ich ein bisschen drüber erzählen und euch damit ermutigen, Sachen zu erkunden und Wege zu finden, wie ihr Projekte starten könnt, die ihr liebt und die vielleicht andere Menschen lieben. Aber es ist anstrengend. Es kann anstrengend sein. Das zumindest kann der Kapitalismus euch bieten. Aber vielleicht könnt ihr tatsächlich euren Lebensunterhalt verdienen mit etwas, das ihr gerne macht und nicht irgendwas Blödsinniges. Und ich glaube,
im Zustand der Welt heute haben wir alle eine Rolle, die wir spielen. Und ich glaube, die politische Entwicklung zeigt das ganz deutlich. Ich führe ein Leben, das ich wirklich liebe, aber viele von euch wissen, dass ich so nicht angefangen habe. Ich war total depressiv am Anfang meines Lebens. Ich wurde in der Schule gemobbt. Ich wurde gemobbt, weil ich schwul war, weil ich nicht gut in Sport war, weil ich ein Nerd war, weil ich intellektuell oder klug in meinem war. Und was in meinem Land ist das ironischerweise ein Nachteil. Das Leben war echt die Hölle. Die Lehrer zum Beispiel haben zugeschaut, wie ich gemobbt wurde. Meine Eltern wussten nicht, was sie tun sollten. Und als ich dann nach Hause kam, habe ich versucht, vor meinen Schmerzen zu flüchten, indem ich Fernsehen geschaut habe. Und es gab einen Fernseher, also habe ich viel Fernsehen geschaut. Und Kinder im Fernsehen waren schön und hatten liebevolle Eltern und Freunde, die sie verstehen. Probleme, die am Ende der Sendung gelöst waren. Und ich fand das furchtbar, weil ich mich natürlich damit verglichen habe. Und deswegen wollte ich die nächste Sendung auch noch sehen, um wieder meinen Schmerzen zu entkommen. Und so habe ich nichts Gesundes getan. Ich habe nicht mit anderen Kindern gespielt. Und es ging immer so weiter. Ich wurde noch mehr ein Ziel. Und weil es ja wieder Schule war, wollte ich wieder meiner Angst meinen Schmerzen entkommen. Und das nennt man Sucht. Und ich bin immer noch süchtig nach Fernsehen. Es gibt so viele Wege, wie wir versuchen, uns selber zu entkommen, so viele Ablenkungen, so viele sozial sanktioniert, so viele, die sozial erwünscht sind, zum Beispiel zu viel zu arbeiten oder zu viele Substanzen zu sich zu nehmen oder zu essen. Was auch immer, wir können alles als Ablenkung nutzen und das sind alles Sachen, die uns gegeben werden. Es war ein langer Weg, um zu dem Punkt zu kommen, wo ich heute bin. Ich habe nicht wirklich Zeit, um über all das zu reden. Wenn euch das interessiert, könnt ihr euch den 28C3 angucken. Dort habe ich einen Panel organisiert. Wo ich Lightning Talks organisiert habe. Oder wenn ihr einfach darüber reden wollt, schreibt mir eine Mail oder schnappt mich einfach, zieht mich zur Seite und redet mit mir darüber. Aber ich war nicht immer ein Geek. Ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, kleinen Firmen zu helfen, mit ihren Projektproblemen zu helfen. Und die haben mich sehr gut bezahlt dafür. Und ich habe in ein paar Wochen, ein paar Monaten genügend Geld gemacht, dass ich das ganze Jahr gut leben konnte und die andere Zeit dann halt anders nutzen konnte. Nach 10, 15 Jahren, wo ich das gemacht habe, wurde ich ein bisschen müde, diese kleinen Projekte für andere Leute zu machen. Also nicht, weil es für andere Leute war, sondern weil es keine Projekte waren, die mich motiviert haben. Also das waren coole Projekte, aber nicht die mich motiviert haben. Das hatte positive Seiten und negative Seiten. Alles hat positive und negative Seiten. Auch wo ich versucht habe, eine Realität zu organisieren. Ich habe meine Folien mitten in der Nacht gemacht. Ich werde nachher noch zu Virtual Reality kommen. Das habe ich in den 1980er gemacht. Und das Aktuelle ist ja, dass VR das neue große Ding ist. Ich mag nicht, wenn Dinge das nächste so groß sind. Weil es einen Markt baut, der uns dazu motiviert, Dinge zu kaufen, die wir nicht wirklich brauchen. Und das passiert gerade. Außer Facebook entscheidet sich dazu, Dinge zu ändern, wie sie Sachen machen wollen. Sie haben ja Oculus Rift für 1 Milliarde gekauft. Von dem her eher unwahrscheinlich. Aber wir werden sehen. Nachdem ich das 15 Jahre lang gemacht habe, wollte ich wirklich all meine Zeit darin reinzustecken für Dinge, die ich cool fand.
Ich habe so viel Zeit und Energie damit verbracht, dass ich andere Projekte für andere Leute gemacht habe, aber das war nicht was mehr, was mich motiviert hat. Deswegen habe ich jetzt Zeit mit mir verbracht. Ich habe ein Jahr lang Geld gespart. Ich hatte die Möglichkeit, das zu machen. Und ich habe dieses Jahr zur Seite genommen, wo ich mir vorgenommen habe, ich mache nur Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Es hat mir ein bisschen Angst gemacht, weil uns vorbeigebracht, Geld ist wichtig. Also wie würde ich denn wir Geld verdienen? Also wenn ich jetzt Arbeit nicht machen würde, weil sie nicht in meine Richtung kommt, würde mich irgendwie nochmal einstellen. Also ich hatte die Institution, dass ich Sachen machen wollte, die mir Spaß machen. Und solange ich genügend Geld dafür bekomme, kann ich damit weitermachen mit dem, was ich liebe. Und ich war mir nicht sicher, was es sein sollte. Also es gab so Sachen wie Freiwilligenarbeit und es gab ein paar Projekte, mit denen ich spielen wollte, weil ich, also die konnte ich ein paar Jahre lang nicht anfassen, weil ich die Jahre davor immer nach der Arbeit keine Lust mehr habe, mit Elektronik zu spielen. Aber jetzt hatte ich Zeit und ich habe angefangen, an Projekten zu arbeiten, über die ich jahrelang nachgedacht habe. Eins der Projekte war die Pain Machine. Ihr könnt es in der Hardware-Area ausprobieren. Aber das, was wirklich cool war, TV Be Gone. Für Jahre lang hatte der Fernseher Macht über mein Leben und ich habe in den 1980er einfach einen kalten Entzug gemacht, nicht mehr Fernsehen geguckt und das hat mein Leben die nächsten 15 Jahre verbessert, aber damals, 2003, waren Fernseher überall in öffentlichen Orten. Also es war einfach überall und ich fand es einfach schrecklich. Und das Ding, was Macht über mich hatte, konnte ich aus meiner Wohnung schmeißen. Aber jetzt hätte ich in meiner Wohnung sitzen bleiben, um von diesem Gerät wegzukommen, was so viel Macht hat. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit gesucht, diese alle auszumachen. Und ich habe es geschafft. Praktisch das ganze Jahr habe ich damit verbracht, dass das funktioniert. Also so im Nachhinein ist es total einfach machen. Es ist praktisch nur eine blinkende LED. Und man besorgt sich ein paar Mikrocontroller, schließt einen Mikrocontroller an, stellt sich aber heraus, dass die Codes zum Beispiel nicht öffentlich sind. Also es hat mich ein Jahr lang gebraucht, um herauszufinden, wie diese Codes funktionieren, wie man diese Fernbedienung replikiert. Und es gab die Möglichkeit, das mit $10,000 zu machen, aber das Geld hatte ich nicht. Und ich musste natürlich noch die Daten charakterisieren. Es waren sehr viele Daten. Und zum Beispiel, dass ein Uncode und ein Auscode praktisch dasselbe sind, aber je nachdem, in welchem Zustand der Fernseher ist, macht es ihn an oder aus. Aber ich war total in der Materie. Als ich einen Fernseher ausgemacht habe, war ich total süchtig. Und ich habe weitergemacht, weil es Spaß gemacht hat, weil ich es geliebt habe. Ich hatte es nicht vor, zu machen, weil ich Geld haben wollte, sondern weil es mir Spaß gemacht hat. Ein paar Freunde haben mir geholfen, die das wirklich cool fanden. Und also habe ich angefangen, für meine Freunde auch solche Fernbedienungen gebaut. Und in San Francisco, wo ich durch die Gegend gelaufen bin, habe ich einfach alle Fernseher ausgemacht, wo ich geliebt habe. Und es hat total Spaß gemacht. Und die Freunde meiner Freunde fanden das auch so cool. Die wollten also auch einen. Und ich konnte deswegen ich konnte für die nicht einfach alle umsonst machen. Und jetzt habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, die in der Masse zu produzieren. Und dass die Freunde von Freunden das auch noch haben wollten,
habe ich mir gedacht, man könnte vielleicht ein Geschäft draus machen. Also die konventionelle Weisheit ist wahrscheinlich, dass man auch sowas keine Firma baut, aber es hat trotzdem funktioniert. Ich habe so viele gekauft, wie ich mir leisten konnte. Nicht nur ein paar hundert, sondern ein paar zehntausend. Und ich habe mir gedacht, es bräuchte vielleicht 5 Jahre. Ich habe mir ausgerechnet, ich müsste so 5.000 verkaufen, um da gut rauszukommen, also auf eine Null rauszukommen. Wenn ich auf eine Null rauskomme, wäre das perfekt, weil dann hätte ich 5.000 Leute auf der Welt, die Fernseher ausmachen. Das ist wirklich ein bisschen bizarr, weil Leute hingehen und einfach Fernseher anmachen, weil sie nicht an sind. Aber ich mache es ja aus. Und wenn ich anderen Leuten helfen kann, diese Fernseher auszumachen, hat sich herausgestellt, dass ich komplett falsch war. Ich habe nicht 5.000 verkauft in 5 Jahren, sondern ich habe 20.000 in 3 Wochen verkauft. Und ich musste nachbestellen. Es war ein bisschen stressig. Aber all meine Freunde, hatten die Möglichkeit, dass sie, also waren an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie einfach ihren Job kündigen konnten und mit mir eine Firma gründen. Und das war wirklich cool. Also, was ich wirklich liebe. Der erste Tag der Verkäufe war, weil er einen Artikel gemacht hat, weil irgendjemand in einer Biker-Kondition war und hat sich herausgestellt, wir haben die ganze Nacht damit verbracht, wo wir durch San Francisco gefahren sind und Fernseher ausgemacht haben. Und wo Leute dann gesagt haben, wir können Fernseher ausmachen, was hältst du davon? Und das ist, wie wir auf Wired.com gelandet sind. Und anscheinend lesen Leute das ja. Weil an dem Morgen, der ersten Tag der Verkäufe, war der 19. Oktober und dieser Artikel haben einfach gewartet, bis die Webseite live geht, diese TV-Beacon zu kaufen. Wir haben sofort Bestellungen bekommen, sobald die Website online war. Leute saßen einfach, also ich weiß nicht, was die Leute gemacht haben, aber sie saßen da und haben einfach die F5-Taste gehämmert. Also das ist wahrscheinlich, was passiert ist. Also das nationale Radio in den USA hat darüber geredet und ich hatte dort ein Interview und ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich denke, es lief ganz gut und das People Magazine hat mich angerufen und Fox hat mich angerufen, ob ich live im Fernsehen auftreten möchte. Und ich weiß es nicht, wie viele Leute mir live zugeguckt haben, wie ich Fernseher in dem Fox-Studio ausgemacht habe. I'm obscured by mics. Oh, ich werde wohl vom Mikrofon verdeckt im Stream. Okay, so I guess people are watching out there. Hi, anscheinend schauen tatsächlich Leute da draußen zu. Hallo zusammen. Yeah. Anyways, because of all that, I was invited. Aber wegen all dieser Geschichte wurde ich eingeladen, Vorträge zu halten und in eine Kamera zu reden, ist eine Sache, aber vor einem riesen Publikum zu reden, das zuschauen kann, wie du sabberst, das ist was ganz anderes. Ich meine, ich bin ein Nerd, aber stellt sich heraus, dass ich das gerne mache und ich glaube, ich habe mich ganz gut angestellt und das hat mein Leben seitdem immer wieder auf unerwartete Weise verändert, aber ich möchte euch sagen, dass ich Erfolg hatte in meiner Suche nach dem, was ich Erfolg nenne. Das ist meine Definition von Erfolg. Wenn du Zeit nehmen kannst, um zu erkunden, was du tun möchtest, dann
kannst du davon genug bekommen, dass du wirklich weiter das machen kannst, was du gerne tust. Und dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass du Leute findest, die das auch gerne machen und die dich dann bezahlen, um es zu tun. Und dann kannst du weiterhin das machen, was du gerne tust. Es ist möglich, ich kann es nicht garantieren. Ich kann euch nur garantieren, dass es nicht passieren wird, wenn ihr es nicht versucht. Das ist also eure Entscheidung. Aber wegen TV Begone habe ich ein paar total bekloppte, wunderbare Personen getroffen. Ada zum Beispiel, die ein paar Jahre später Adafruit gestartet hat, die jetzt eine riesige Firma für offene Hardware ist, die eine ganze Menge tolle Dinge tut für die Open Hardware Community. Und sie ist befreundet mit der Herausgeberin von Make Magazine. Sie haben mich nach San Francisco eingeladen zur Maker Faire. Was zum Teufel ist eine Maker Faire? Dann habe ich es im Internet nachgeschlagen und mir gedacht, warum wusste ich das nicht vorher? Da treffen sich also ein Haufen Leute zusammen und teilen das, was sie herstellen, mit anderen Menschen. Und ich bin da hingegangen und war total beeindruckt. Da sind ein ganzer Haufen introvertierter Geeks, die ihre Projekte teilen. Natürlich hat niemand wirklich was gemacht, was ich komisch fand, weil es ein Maker-Fair ist. Und ich dachte, nächstes Mal, wenn ich da hingehe, dann bringe ich Leuten bei, wie man lötet, weil ich das total gerne mache. Und ich habe dann von ein paar Löteisen skaliert, bis ich tausenden Leuten in 2 Tagen Löten beigebracht habe. Ich habe auch angefangen, für Make Magazine zu schreiben, und das ist das erste Mal, dass ich die Brain Machine veröffentlicht habe, was ein total merkwürdiges Gerät ist, das Leuten beim Meditieren hilft. Und irgendwann halluziniert man Farben und Muster, und es stellt sich heraus, dass Menschen gerne halluzinieren, und deswegen wurde das Projekt gut angenommen. Ich möchte damit die Vorteile der Meditation teilen, was noch eine Sache war, die sehr wichtig für mich war, um ein Leben zu führen, das ich gerne lebe, und deswegen wollte ich das mit anderen teilen. Und ich wollte Leute ermutigen, irgendwas herzustellen, auch wenn sie noch nie irgendwas hergestellt hatten. Auf der Maker Faire habe ich jemanden getroffen, der mich mit jemand namens Bernie S. verbunden hat, der Teil von 2600 ist, und der hat mit mir über die TV Begone geredet und mich eingeladen zu einer Hacker-Konferenz. Und ich dachte mir, was zum Teufel ist das? Ich wusste nicht viel über Hacker-Konferenzen, und ich bin da hingegangen, und die erste war Hope 6. Und das hat mein Leben für immer verändert. Da waren tausende der coolsten Geeks, die ich mir je hätte vorstellen können, in einem riesen Hotel mitten in New York City. Und ich fand es großartig. Ich fand es so großartig. Und seitdem habe ich immer wieder Hacker-Sachen gemacht. Ich wusste es nicht, aber ich hatte mein ganzes Leben schon gehackt. Und das sind Lifehacks, wenn ich Leute dazu bringe, ihr Leben zu verbessern. Und auf dieser Konferenz gab es ein paar Leute, einen möchte ich ganz besonders vorstellen. Und sie haben mir über diese Sachen in Deutschland erzählt. Damals war der Kongress, der Chaos Communication Kongress, noch in Berlin. Mein erster Kongress war der 23C3, und das ist jetzt irgendwo hier vergraben in meinen ganzen Bändern. Da ist er. Und das, was noch davon übrig ist. So. Yeah, and again, there was hardly anything being made there, so I set up. Wurde auch da nicht wirklich viel hergestellt. Ich habe einfach ein paar Löteisen hingestellt, und das wurde dann die Hardware Hacking Area. Und auf meiner nächsten Hacker-Konferenz, was diese hier war, gab es das auch. Und da waren nicht nur 1000 Geeks, die Sachen geteilt haben. Mit jedem Einzelnen wollte ich reden. Natürlich gab es Laser und LEDs und eine Rakete. Und von den hunderten Vorträgen gab es Menschen, die über Hackerspace reden.
Hackerspace Design Patterns, also Hackerspace Design Muster. Und ich dachte, Hackerskonferenzen sind großartig, aber die hören immer auf. Und dann müssen Leute wieder in die reale Welt eintreten, aber das wenn ich einen Hackerspace in meiner eigenen Stadt starten könnte, dann muss das nie aufhören. Wir könnten das das ganze Jahr machen und uns treffen und schauen und Dinge erkunden, ausprobieren, machen und Leute dazu bringen, die besten Menschen zu sein, die sie sein können. Deswegen habe ich Noisebridge gestartet mit ein paar Freunden. Wir haben uns getroffen und haben diesen richtig coolen Raum gestaltet. Wir hatten eine Menge Probleme, aber wir haben sie alle gelöst und das machen wir immer noch. Es ist zwar harte Arbeit, aber es ist so, so, so sehr wert. Also es ist so wert. Wir brauchen das nicht, um zu überleben, aber wir brauchen es, um zu wissen, dass unsere Leben lebenswert sind und wir haben davon nicht genug in unserem Leben. Und das resoniert mit so vielen von uns. Ich meine, deswegen sind wir hier. Und ihr könnt mich vielleicht im Stream sehen. Das ist cool, dass es diese Technologie gibt, aber es ist so viel cooler, hier im Raum zu sein und diese gemeinsame Erfahrung zu haben. Und auf dem Camp gab es Leute, die dann MIC Resistor und andere Hackerspaces gestartet haben. Und diese waren sehr einflussreich, zusammen mit Hackerspaces in Deutschland, die es schon gab. Und all diese haben uns geholfen, meinen Hackerspace zu starten. Und sie haben dann wieder andere Hackerspaces gestartet. Nach einem Jahr gab es 100 mehr. Noch ein Jahr später gab es dann 500 und dann 1000 zusätzliche Hackerspaces. Es hat also quasi exponentiell, es ist exponentiell gewachsen. Ein Jahr später gab es diese Karte hier mit den, auf dem man manche Kontinente gar nicht mehr erkennt vor lauter Pins. Das ist eine alte Karte, denn China ist jetzt total überdeckt mit Hackerspaces. Und wenn ich noch Zeit habe, werde ich darüber später reden. Ja, also wir haben klein angefangen. Ich habe Leuten beigebracht, wie man lötet. Ich hatte jeden Montag in der Noisebridge seit 2007 gemacht und inzwischen reise ich so viel, dass jemand namens Jay das seit ein paar Jahren macht. Und das wurde eines unserer Lieblingsereignisse. Leute machen das wirklich gerne. Und es wächst einfach nur. Das ist mein Lieblingsbild, wo ich 50 Menschen auf einmal beigebracht habe zu löten. Das war auf dem 30C3 vor 3 Jahren. Ich meine, sie lernen nur, wie man lötet. Das ist jetzt nichts Großes, aber schau mal, wie glücklich sie sind. Sowas passiert, wenn Leute sich einfach nur treffen, um was auszuprobieren, was sie vielleicht gerne machen. Und selbst wenn jemand nie wieder lötet, dann hat diese Person das Vertrauen, dass sie was machen können, von dem sie nicht wussten, dass sie es machen können. Das macht Spaß. Und ich habe in der ganzen Welt Vorträge und Workshops gegeben, kleine und große, riesige LED-Bildschirme, verrückte Sachen. Es ist einfach toll, durch die Welt zu reisen und Leuten beizubringen, was sie lernen wollen und sie hoffentlich zu inspirieren, dass sie Dinge ausprobieren, von denen sie glauben, dass sie in ihrem Leben cool wären. Hier ist ein Vortrag für eine ganze Menge Bürokraten in Hangzhou, in China. Das war vor ein paar Monaten. Und das ist in Rio, das war deutlich cooler. Nämlich mehr LEDs in Rio de Janeiro, aus auch von vor einem Monat. Vor ein paar Jahren, als ich noch auf Maker Faires gegangen bin, da sind sie auch gewachsen und das macht einfach Spaß, da Zeit zu investieren und jede Menge Leute von allen verschiedenen Altersstufen zu helfen. 2011 haben mir diesen Award gegeben,
der mich immer noch Emotionen hervorruft. Und wenn ihr seht, wie ich weine, dann könnt ihr dieses Video recherchieren. Ich habe den ersten und offenbar den letzten Mitch Altman Hero Award gewonnen, den sie nach mir benannt haben. Und das ist einfach nur eine Anerkennung dafür, dass ich das tue, was ich gerne tue. Und das war großartig. Und am Ende von dieser New York Mac-Affair gab es ein Dankesabendessen für alle, die geholfen haben. Und sie haben über alle diese großartigen Sachen geredet. Und dann gab es diesen 10 Millionen Dollar Preis um Hackerspaces in den ganzen USA, in Schulen in der ganzen USA zu installieren. Und dann kam jemand auf mich zu und sagte, er ist Teil von DARPA, was ein Teil des amerikanischen Militärs ist. Und ich dachte, dass er mir in den Bauch getreten hat, weil ich dachte, dass jeder Ort, an dem ich in meinem ganzen Leben, dass jetzt das Militär käme und mir alles wegnehmen wollte, was ich gemacht hatte. Und ich wusste nicht, dass das Militär kommen würde und mir die Maker-Fair wegnehmen wollte, aber das haben sie gemacht und dann haben sich unsere Wege getrennt. Und ich wusste, dass es sich schlimm anfühlen würde, die Maker-Fair zu verlassen, aber ich wusste auch, dass es sich noch schlimmer anfühlen würde, dem Militär zu helfen würde, Leute zu bespitzeln und umzubringen und all das, wenn ich weiß, dass ich das schon genug tue, indem ich meine verdammten Steuern bezahle. Und es macht mich immer noch traurig, darüber nachzudenken. Und auch wütend. Aber es gab mir sehr viel Zeit, andere Dinge zu tun. Leider mir nicht das, aber deswegen wurde ich zu TEDx in Brüssel eingeladen. Es waren 22.000 da und ich habe über Hackerspaces geredet, was viele geholfen hat, Hackerspaces auf der ganzen Welt zu gründen. Und ich stelle TV begonnen in China her. Gibt es einen Ort, die ihre Mitarbeiter gut behandelt, die auf die Umwelt achtet und die Leute gut bezahlt. Und es gibt viele Orte in China, aber noch viel mehr, die leider nicht so sind. Und ich gehe dort jedes Jahr hin, damit die Kommunikation weiterläuft. Also nachdem Bunny eine Reise organisiert hat in Shenzhen, habe ich mir gedacht, dass es doch mal cool wäre, Leute von Noisebridge mitzunehmen. Also deswegen habe ich Hacker Trips to China gestartet, wo ich Hacker mitnehme nach China und ihnen all die coolen Sachen dort zeige. Und es ist immer ganz lustig, in so einen Hasenanzug zu steigen. Aber was wir hier sehen, hat wirklich Spaß gemacht. Und das ist zum Beispiel ein Bild vom Beijing Airport. Ich finde es einfach wunderbar. Und ich habe mit dem eine Weile gearbeitet. Er ist ein Professor in der Tsinghua-Universität, was anscheinend die beste Universität in China ist. Wenn ich Zeit habe, werde ich darüber reden. Und während wir reisen, werde ich immer eingeladen, Vorträge zu halten. Je mehr Vorträge ich halte, wie ein Hackerspace gründet, werde ich eingeladen, um mehr Vorträge zu halten. Und jetzt habe ich sogar Bürokraten mit einem Vortrag vor Bürokraten einen Bürokraten Vortrag gehalten. Und es ist dünner. Ich halte Vorträge, die von kleinen Räumen bis zu großen Universitäten
Und es sind diese dieses Poster hinter mir. Die Konferenz war riesig. Wir haben einen Weißen eingeladen, der wird über Hackerspaces reden. Und all die anderen Leute fangen an, auch darüber zu reden. Und und das Ganze reicht dann hoch bis in die Spitzen der Regierung, wo man hier den Premier Li sieht, der den Chiha Hackerspace in Shenzhen besucht. Und das ist die Zukunft von China. Könnt ihr euch das vorstellen, dass der Premier gesagt hat, das ist die Zukunft von China? Und jetzt denkt jeder in China, sie müssen einen Hackerspace gründen. Also die USA will natürlich nicht allzu weit hinterherhängen. Der Kleine in dem Bild, der arbeitet in dem Hackerspace hier. Wie auch immer, Hackerspaces sind geil. Aber das Wichtigste in diesen Hackerspaces ist die Community. Es geht immer um die Community. So viele Sachen kommen daraus, aber das Wichtigste ist die Community. Man muss eine Community erzeugen, die für einen selbst funktioniert. Also, ob man lötet, mechanische Sachen macht. Leute kommen, weil sie die Community mögen. Sie kommen, weil sie sich als Teil von was fühlen und das macht Spaß. Und was ist mit Hacking? Und es gibt viele Definitionen von Hacking. Meine Ansicht davon ist die Welt als Ressource zu sehen. Und wir können jede Ressource benutzen, wie wir wollen. Nicht so wie die Leute, die sie erfunden haben, sondern wie wir wollen. Wir können unsere Projekte damit verbessern. Und unsere Projekte können alles sein. Und dann teilen wir unsere Erfahrung. Und wir machen das, weil wir es lieben und das ist wirklich schön. Und hier ist eine Folie von meinen früheren Vorträgen von Leuten, die das nächste Silicon Valley erfinden wollen. Um ein Hacker zu sein, muss man kein Entrepreneur sein. Wer ein Entrepreneur sein will, der irgendwie gut ist, dann muss man ein Hacker sein. Also man braucht dieses kreative Denken, um irgendwas, was einem wichtig ist, so zu erweitern, dass auch anderen Leuten wichtig ist. Und natürlich, alles kann gehackt werden. Die meisten Leute denken über Elektronik-Sachen nach Computer, aber es gibt auch Werkzeuge, die man hacken kann, zum Beispiel für Kunst und Handwerkssachen. Und dasselbe trifft auch auf Wissenschaft zu. Also man stellt eine Hypothese auf und guckt, was passiert. Und wir hacken uns selbst die ganze Zeit, um bessere Menschen zu werden. Und wir haben einen Planeten, den wir hacken können. Und der braucht unsere Liebe und unsere Hilfe. Aber dazu müssen wir alles hacken. Und das ist so viel besser mit der Hilfe von anderen und wenn man das Ganze teilt, als um all unsere Communities und unsere Gesellschaft besser zu machen auf diesem Planeten. Wir können das mit verschiedenen Sachen machen und mit Kunst, mit Kochen, mit in jedem Alter. Es geht nicht um Alter. Kleine und große Menschen haben Sachen, die sie miteinander teilen können. Und das ist, warum Hackerspaces so coole Plätze sind, um zu lernen. Und es gibt jetzt Schulen, die Hackerspaces Teil ihres Bildungsplans haben. Und da werde ich später noch ein bisschen drüber reden. Aber es geht immer um die Community. Das ist, wo wirklich Sachen erfunden werden. Wenn Leute in einem kreativen Denkprozess sind,
entstehen so Sachen wie Drohnen. Am 30C3 wurde das erste Mal öffentlich gezeigt, wie Hacker aus ein paar Lüftern und einem Mikrocontroller was bauen, was fliegen kann. Natürlich hat es viele LEDs drauf, damit es besser aussieht. Aber jetzt ist es Open Source und jetzt kann man kleine Drohnen kaufen anstelle von anstelle Größen und die für $15 und alle Leute, die da drin involviert sind, wissen natürlich nicht darüber, wie es aussieht. Aber das Ganze gibt es jetzt öffentlich. Aber natürlich haben Drohnen auch negative Seiten. Zum Beispiel der Typ, den ihr da im Weißen Haus gesehen habt, der benutzt das Ganze, um Leute im Jemen damit umzubringen. Aber jeder Mensch kann seine eigene Entscheidung treffen. Und ich werde darüber auch reden, wenn ihr es wollt. Also, egal wie. Hackerspaces sind cool. Wir hatten 40 in 2007 und jetzt haben wir über Millionen weltweit. Und Regierungen unterstützen sie, weil sie cool finden. Und sie sind gut für die Wirtschaft. Und es gibt uns die Möglichkeit, sich Plätze wie das hier zu bauen. Aber das ist kein Hackerspace. Hier ist einer in China, der THU Hackerspace. Hier haben wir den Xinjiang in Shanghai, den in Beijing. Und der hier ist praktisch vor allem für kleine Kinder gedacht. Und hier einen aus einer Schule. Hier haben wir noch einen aus Shenzhen. Und ich habe der Universität geholfen, mit dem Hacker-Residence-Programm zu helfen. Die haben 10 Hacker, so die ganze Zeit, und die wollen das überall hinbringen. Und ich habe ihnen geholfen, das zu machen. Das ist ein lustiges Poster, was wir für den Anfang davon entworfen haben. Und deswegen haben wir aber hackerspace.org gegründet, wo man das Ganze eintragen kann. Und wo ihr eintragen könnt, wo euer Hackerspace ist und wo ihr Sachen finden könnt und das Ganze mit anderen teilen könnt. Und jetzt arbeite ich gerade an der Website hackerinresidence.org. Das versuche ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Aber hoffentlich bald in den nächsten paar Monaten wird es online sein, wo man durch die Wohnorte durchgehen kann. Und hackerspace.org ist auch eine Website, wo man Ressourcen finden kann, um seinen eigenen Hackerspace zu gründen. Also ich könnte es weitermachen, aber ich würde wahrscheinlich lieber jetzt Fragen nehmen, anstatt noch hier weiter einen Vortrag zu halten. Und jetzt noch und jetzt noch zur letzten Folie, Möglichkeiten für alle. Das ist, warum ich alles, was ich tue, ist, Leute zu motivieren, das zu machen, was sie mögen. Weil ich denke, dass ein Großteil der Menschen sich nicht so fühlt, als wäre ihr Leben lebenswert. Und ich will das ändern und ich will, dass Menschen sich lebenswert fühlen. Und wenn sich unsere Gesellschaft in einem Großteil nicht lebenswert anfühlt, dann denke ich, sind wir leicht manipulierbar. Aber wenn wir zusammenkommen und unsere Ressourcen teilen, können wir so viel machen. Da müssen wir nicht auf die Regierung warten, die coole Sachen für uns macht. Und wenn wir darauf warten, dass die Regierung für uns coole Sachen macht, dann werden wir alle sterben. Also wir wollen halt coolen Scheiß machen. Und wir können es auch. Well, thank you very much, Mitch, for your inspirational talk.
Vielen Dank, Mitch, für den inspirationellen Talk. Also wir haben noch 15 Minuten für Fragen. Also wenn ihr Fragen habt, schießt los. Und wenn wir warten, dass Leute an die Mikrofone gehen, wir haben Fragen aus dem Internet. Es gibt eine Frage aus dem IRC. Können Hackerspaces als Kraft für Demokratie und Transparenz in China angesehen werden? Das hoffe ich. Die chinesische Regierung, ja, es ist immer spannend, nach China zu fahren. Ich fahre jedes Jahr für ein oder zwei Monate dahin. Das habe ich seit 2003 gemacht. Und ich habe meine eigenen Perspektiven auf China, die ziemlich einzigartig sind und nicht zwangsläufig korrekt, aber es ist immer spannend, dort zu sein und zu sehen, wie es sich auf spannende Weise öffnet. Wenn du deine Meinung über China aus Mainstream-Medien beziehst, dann ist es ein völlig falscher Eindruck über das, was dort passiert. Natürlich, manche Sachen sind korrekt, das ist eine riesige zentralisierte Regierung und davon bin ich nun wirklich kein Fan und die machen ein paar schreckliche Sachen. Aber ich sehe es echt sehr ähnlich zu meiner eigenen Regierung, die ich auch nicht so toll finde. Aber es ist meine Heimat und ich bin. Und China ist auch eine Art Heimat für mich, weil ich so oft dort bin. Deutschland ist das meistens Berlin. In den vergangenen 10 Jahren wurde ihre Gesellschaft von oben nach unten ermutigt, sich zu öffnen. Und zum ersten Mal seit Jahrtausenden werden die Bürokraten ermutigt, Sachen auszuprobieren, um Leute dazu zu bringen, Leben zu führen, die sie lebenswert finden. Und es gibt wirklich Bürokraten, also die mit diese Sprache verwenden. Und das ist wirklich spannend, das ist unglaublich. 2003 fand ich es wirklich nicht toll, nach China zu gehen, weil es halt noch sehr verschlossen war, aber in den vergangenen Jahren hat es sich so sehr geöffnet. Aber so seit 2 Jahren gehen sie wieder in die falsche Richtung. Ich hoffe, dass wenn Hackerspaces sich öffnen und Leute ermutigt werden, interessante Sachen zu machen, dass manche Menschen dann Dinge tun, um ihre und die Leben der anderen um sie herum viel besser zu machen. Das werden wir sehen. Die Dinge können sich jederzeit sehr schnell verändern. Das gilt auch für mein Land. Und anscheinend folgt die Welt dem, wenn das in den USA passiert. Nächste Frage von dem Mikro. Du hast den 30C3 erwähnt. Ich erinnere mich sogar recht gut daran. Wo das ganze Drohnenzeug auf uns runterkam. Und ich erinnere mich wirklich gut daran, was für einen Effekt es auf mich hatte. Und ich denke, ich bin eher auch eher ein introvertierter Mensch. Und ich habe all diese Gefühle von Menschen um mich herum, die festgestellt haben, wie deprimierend die Situation war über die ganzen Vorträge. Und das Einzige, was man machen konnte, oder das Einzige, worüber man denken konnte, ist, man darüber nachzudenken, man war diese eine Person, und es gibt diese riesige Organisation mit so vielen Ressourcen und ich kann da nichts dagegen machen. Also, was ich festgestellt habe, dass in Hackerspaces, dass es ein geschützter Platz ist, wo man sich so viel, als könnte man was tun. Aber an meiner ich würde dir gerne die Frage stellen, wie können wir diesen Kreis brechen, wo wir uns als einzelne Person sind, wo wir das nur als große Organisation sehen, die böse Dinge tut und ich bin nur diese eine Person. Wie kann ich dagegen was tun? Wir können diesen Zyklus brechen, also mit Sachen, die du über die ganze Welt gesehen hast. Du bist in so viele interessante Orte gereist und es hört sich cool an und es ist schön, dass du deine Erfahrung teilst, aber hast du eine Idee, wie wir da rauskommen? Also aus dieser Passivität, die ich fühle, wo ich sehr viel am 30C3 davon gesehen habe.
und die nicht am nächsten Kongress da war. Vielleicht sollten wir da anders über deine Frage einfach anders nachdenken oder vielleicht sollte man die Frage anders stellen. Ich weiß nicht, ob wir das alles verändern können. Vor noch nicht so vielen Jahrzehnten gab es Menschen, die die deutsche Regierung übernommen haben. Once they got it to a certain point, there was really nothing ab einem gewissen Punkt gab es einfach nichts mehr, das man tun konnte, außer dass man wartet, bis sich die Sachen ausspielen. Was konnte man an dem Punkt noch machen? Hätten die Leute gesehen, was passiert, dann hätte man vielleicht früher was getan. Und ich glaube, wir haben jetzt wieder eine ähnliche Situation. Es gibt wieder Leute, die tatsächlich Faschismus befördern wollen. Und wenn wir jetzt uns anschauen, wofür unsere Steuern ausgegeben werden, dann ist das nur eines der Symptome dafür. Diese Politiker, die ich euch gerade gezeigt habe, auch die sind ein Symptom des Ganzen. Wenn wir also warten, bis unsere Regierung irgendwas Cooles macht, dann sind wir tot, bevor das passiert. Aber wir können sehr wohl kontrollieren, was wir mit unserer Zeit machen und mit wem wir das tun. Also treffen wir uns mit Leuten, die eine gemeinsame Vision haben, um unsere Leben und die Leben der Leute um uns herum zu verbessern. Das können wir tun. Und es muss nicht gegen andere Menschen gehen, auch selbst wenn sie schlimme Dinge anstellen. Auch das ist in Ordnung. Das ist deine Sache, was du mit deiner Zeit anstellst. Und ich freue mich, dass es Menschen gibt, die versuchen, diese Sachen zu verlangsamen, so gut es geht, weil es auch anderen zeigt, dass sie nicht alleine sind in ihrer Gegnerschaft. Aber wenn wir Sachen machen können, die so cool sind, dass andere Leute zu uns kommen, dann ist es nicht so wichtig, was da drüben passiert, es sei denn, sie stellen sich dem, was wir machen, in den Weg. Und dann können wir darüber gehen und das nochmal probieren. Aber egal, wie faschistisch es wird, dann gibt es immer noch Räume, in denen wir machen können, in denen wir Dinge tun können, die wir cool finden. Und während unsere Politiker tolle Wege finden, wie Sachen schneller zerfallen können, dann ist es unsere Aufgabe, Sachen zu machen, Sachen herzustellen. Und ich glaube, dafür haben wir die Grundsteine gelegt. Denn indem wir das tun, was wir machen, dann können wir rausgehen und coole Sachen machen. Diese Veranstaltung hier wurde in Minuten ausverkauft, weil so viele Leute Teil daran nehmen wollten. Das wäre nicht so positiv. Und davon brauchen wir mehr. Momentan haben wir 3500 Hackerspaces. Wir brauchen Millionen. Und nicht nur Hackerspaces. Wir brauchen Leute, die andere Gemeinschaften gründen und uns gegenseitig helfen, wo es sinnvoll ist. Und das muss einfach wachsen. Und egal, was dabei herauskommt, wenn jeder von uns das in seinem Leben oder ihrem Leben das tut, was wir für am besten halten, dann hat jeder seine eigene Bedeutung im Leben und das kann uns helfen. Eine Frage noch aus dem IEC. Also der IEC war wirklich sehr daran interessiert, an den Hackerspaces auf der ganzen Welt, ob du ein paar kulturelle Differenzen nennen kannst und auch, ob man auch die Regierungsinvolvierung ein bisschen was dazu erzählen kannst. Und sie wollten noch ein paar coole Sachen aus Afrika, Europa und dem Mittleren Osten wissen. Alles klar. In meiner Erfahrung haben Hackerspaces viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, aber eine Sache, die kulturell unterschiedlich ist, ist, dass egal wo es ist, in den USA oder Europa oder China oder Afrika, ist, dass manche das in ökonomisch benachteiligten Orten die Leute ermutigt werden, sich einzubringen. Besonders jetzt, wo wir eine wahnsinnige Tech-Bubble haben. Also jetzt ermutigen Regierungen, Wagniskapitalisten, Leute da reinzustecken und um diese dann sind wahnsinnig, einfach nur Geld zu verdienen. Das wird aber nicht passieren. Dann erzeugt man nur diese leeren Räume, die ich euch gezeigt habe, und keine kreativen Räume mit einer Gemeinschaft, in denen
Dinge wachsen können. Aber tatsächlich wollen Leute, dass es diese Kreativräume gibt. Deswegen werden Menschen wie ich eingeladen, Vorträge zu halten. Es gibt also jede Menge Projekte, die hieraus entstehen. Wenn du also Leute hast, die vor Ort Dinge tun, von denen sie glauben, dass sie für die Leute vor Ort cool sind, egal ob das eine ganze Menge Leute sind, die 3D-Drucker bauen oder Drohnen, die wahnsinnig populär sind, oder VR, das gerade gepusht wird, oder das Internet of Things, das gerade gepusht wird. Leute machen das, weil sie es cool finden, und mir ist es ziemlich egal, was ein Projekt ist. Das Wichtigste für mich ist, dass Leute an Projekten arbeiten, die sie toll finden und die sie bedeutungsvoll finden, und das sehe ich überall. Vielen Dank. Nächste Frage. Ich denke, du hast das schon erwähnt, aber in China hast du gesagt, dass sie das neue Silicon Valley gründen wollen und dass du denkst, dass es nicht möglich wäre. Kannst du ein bisschen erklären, warum du das denkst? Klar. Es wird kein zweites Silicon Valley. Ich meine, das Silicon Valley wurde nicht erschaffen, es ist einfach passiert. Warum ist Silicon Valley dort passiert? Warum ist es nicht hier in Hamburg passiert oder Omaha oder Nebraska? Es ist da passiert, weil jede Menge bekloppte Leute sich in San Francisco getroffen haben, weil San Francisco ein Ort war, wo das schon lange passiert war, im Grunde seit dem Goldrausch. Eine ganze Menge introvertierte Geeks sind da hingekommen und die Computer cool fanden. Und in den 70ern waren Computer noch Riesendinge, die teuer waren. Aber seitdem wurden diese Gegenstände klein und günstig genug, dass Leute auf die Idee gekommen sind, Computer zu bauen, die sie mit nach Hause nehmen können. Und das konnten sie alleine nicht machen. Aber das zusammen konnten sie das. Sie haben eine Gemeinschaft erschaffen, die sie Homebrew Computer Club genannt haben. Und das inzwischen ist es eine der größten kapitalistischen Gesellschaften und sind furchtbar, aber daraus ist etwas gewachsen. Und das kann man nicht kopieren. Aber was man kopieren kann, was man machen kann, und das passiert in vielen Orten, ist, dass man eine kreative Umgebung schafft. Hackerspaces sind Teil davon, Bildung ist Teil davon, Hackerspaces können natürlich wieder Teil der Bildung sein, und von dort aus können Leute Dinge herstellen, die für sie cool sind, und deswegen sind sie auch cool für die Gemeinschaft vor Ort. Das heißt, dass es Leute dort gibt, die diese Leute vielleicht bezahlen wollen, um diese interessanten und wirklich innovativen Dinge zu machen. Aber um das zu tun, müssen sie einen Raum schaffen. Es gibt Ressourcen, die von oben nach unten fließen, von der Regierung, lokale Regierung, Bundesregierung, Landesregierung, was auch immer. Und wenn diese Ressourcen in die Hände von Menschen gelangen, die diese Sachen von unten nach oben bringen können, dann wird das ein Erfolg. Und dafür gibt es so viele Beispiele. Noch eine Frage aus dem Internet. Die Frage ist, wie das Internet als Militäridee entstanden ist. Könnte man dann nicht die DARPA, das DARPA-Geld nehmen und sicherstellen, dass die Hackerspaces positive Dinge machen, anstatt negative? Klar, aber gleichzeitig helfe ich trotzdem dem Militär. Und wenn du das machen möchtest, dann bitte tu es. Aber ich möchte das nicht. Nächste Frage. Vielen Dank. Du siehst wirklich glücklich aus. Wie machst du das? Also das ist. Hast du vor, mal nach Russland zu kommen? 1973 war in Russland, als Brezhnev noch da war, mit meinen Eltern zusammen. Mein Vater war Architekt, deswegen haben wir eine ganze Menge Architekten zusammengebracht und gesagt, hey, wir schauen uns russische Architektur an, und das haben wir gemacht, und das war auch cool. Russland ist heute wahrscheinlich ein bisschen anders. Ich würde da gerne hingehen. Lad mich ein. Und Zufriedenheit, Glücklichkeit. Ich bin glücklich, weil ich das tun, was ich liebe. Ich habe Zeit, Dinge zu erkunden, und es hat Jahre gedauert, aber schließlich habe ich ein Leben gefunden, das ich liebe. Das braucht viel Glück, und das braucht Unterstützung von den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt. Auch da gibt es keine Garantien. Es ist, wie gesagt, garantiert, dass es nicht passiert, wenn du es nicht versuchst. Vielen Dank. Nächste Frage. Ich möchte zu was antworten, was du gesagt hast. Dass
dass Faschismus rechts existieren kann und wir machen unsere coolen Sachen da. Und ich habe gesagt, dass das kommt aus einer privilegierten Stellung. Als weißer Mann kann ich sagen, dass wir das machen können. Aber unsere morale Obligation ist, dass wir den Faschismus aufhalten. Und wenn wir das nicht machen, und wir machen das nicht, dann werden sie auch irgendwann mal für uns kommen. Also ich denke, dass meine Frage ist, dass, was willst du gegen den Faschismus unternehmen? Oh ja, ich wollte nicht sagen, dass man sie einfach das tun sollen, was sie tun, dass man sie einfach machen lassen soll. Aber wir haben einfach nicht die Energie, den Faschismus zu stoppen, den wir sehen. Ich wollte nicht den Eindruck vermitteln, dass wir es einfach passieren lassen sollten. Als Trump gewählt wurde, war ich nicht in meinem Land und ich wusste, dass es passieren würde, weil ich im März und April in Großbritannien war und gesehen habe, wie sie die Hassmaschine angeschaltet haben, damit die Wahl so läuft, wie sie es wollten. Und genau das Gleiche ist meinem Land passiert. Sie haben schon vor Jahrzehnten die Hassmaschine gegen Clinton angestellt und es war offensichtlich, dass es sich nicht beheben lassen würde. Und sie haben tatsächlich Reden von Hitler nachgebaut. Vielleicht erinnert ihr euch an Hitler. Trump ist ein Idiot. Nein, er ist kein Idiot. Er weiß genau, was er macht. Als er am Tag nach seiner Wahl sind die Hassverbrechen in den USA in den Himmel geschossen. Und nicht nur Verbrechen, aber auch Mobbing, Bloßstellung von Leuten, die nicht weiß oder straight genug waren, selbst in San Francisco, was ja berühmt dafür ist, ein Ort für Verrückte ist. Ich habe selber gesehen, wie jemand in einem Stadtbus, und er sah nicht, er war einfach nur irgendein weißer Mittelklasse-Mensch und er ist aufgestanden und hat gesagt, dass San Francisco eine heterosexuelle weiße Stadt sei. Und das war in einem Bus, der voll war mit Leuten, die nicht heterosexuell oder weiß waren, mich eingeschlossen. Und deswegen haben Leute sofort gesagt, verdammt nochmal die Fresse zu halten. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Denn wir müssen das bei jeder Gelegenheit aufhalten, wenn wir das nicht in diesem Zustand machen, dann ist es vorbei, es ist egal, was wir tun. Was auch immer in unseren Regierungen passiert, müssen wir zusammenkommen und coole Sachen für uns selber und andere machen. Und das kann wachsen oder auch nicht, aber wir müssen es immer noch tun, weil es das Richtige ist und weil es das Einzige ist, was sich wertvoll anfühlt. Vielen Dank, Mitch. Wir sind damit am Ende der Übersetzung. Das war die Übersetzung.